Hallihallo meine Hübschen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Heute habe ich für euch meine September-Favoriten. Es ist nicht so sehr viel Neues, da ich ja vor ein paar Wochen erst ein aktuelles Favoritenvideo gedreht habe. Aber seitdem ich einfach Sachen noch mehr benutzt habe und neue Sachen dabei sind und das wollte ich euch. Als allererstes zeige ich euch eine Palette, die glaube ich auch in diesem Video dann vorhanden war und zwar von Love, die Feel Your Power Palette. Ich habe sie jetzt auch letztens verlost auf meinem Kanal, einfach als kleines Dankeschön, weil ich 2000 Abonnenten erreicht habe. Ich benutze diese Palette fast nonstop. Ich bin so begeistert von der Palette, es ist einfach Wahnsinn, was ihr da für euer Geld bekommt. Das alles kostet 23 Euro, das ist nicht mehr normal. Ich weiß nicht, wie Love das hinbekommt, aber ich bin wirklich schwer überrascht von diesen Lidschatten gewesen und einfach genial. Ich kann euch die Videos nochmal verlinken, wo ich mit der Palette auch einen Look schminke und also ich bin einfach sehr begeistert davon und ich kann sie nicht weglegen. Ich denke, ich werde sie auch noch sehr viel benutzen dieses Jahr, da sie einfach auch wirklich schöne Farben für den Herbst enthält. Als zweite Lidschattenpalette habe ich euch natürlich zum Zeigen die Framecation Palette von Desi, Katie und Dose of Colors. Also wie gesagt, ihr habt zwei Videos mit der Palette bekommen. Einmal einen Look, den ich geschminkt habe und dann eine Braut-Make-up mit der Palette. Und ja, also ich finde sie einfach ganz, ganz toll. Ich habe aber auch nichts anderes erwartet, wie gesagt, weil ich ja schon die erste Palette kannte. Und von der Formulierung her sind die schimmrigen Lidschatten fast genauso zu benutzen wie die in der ersten. Und ich war damals schon so begeistert. Und auch hier bin ich einfach von den matten Farben sehr begeistert gewesen. Und ich habe noch nie matte Farben von Dose of Colors testen können. Und das waren meine ersten sozusagen. Und ich bin schwer überrascht davon, dass ich mir jetzt wahrscheinlich entweder noch Baked Browns oder Morphs oder so bestellen möchte. Das sind nur die matten Farben. Und ich war davon wirklich sehr begeistert. Natürlich gefällt einem auch das Optische hier dran. Also das ist einfach so eine schöne Palette, ein schönes Schmuckstück für eure Sammlung und ich liebe sie. Bronzer, den ich diesen Monat schwer benutzt habe, und zwar ist das von Benefit der Hoola Light. Und irgendwie hatte ich vergessen, dass ich diesen Bronzer überhaupt besitze. Und ja, jetzt schaut euch das an. Ein neues Produkt mit Hit the Pen. Ich fasse es gar nicht. Der Hit the Pan habe ich jetzt vor einer Woche ungefähr erreicht und ja, seitdem lege ich den auch einfach nicht mehr weg. Ich benutze ihn jetzt seit 2 Wochen ungefähr am Stück und finde den einfach so, so toll. Also ich habe ja relativ helle Haut und der sieht einfach so aus, als wenn ich in der Sonne gelegen hätte. Er ist nicht so schwer bronzermäßig wie manch anderer, zum Beispiel der Marc Jacobs Bronzer, aber der ist einfach wirklich so ein Hauch von Farbe in eurem Gesicht, wenn ihr relativ helle Haut habt. Und ja, ich habe, wie gesagt, vergessen, dass ich ihn hatte. Er lag immer in der Schublade und irgendwie dachte ich, geh mal durch. Und dann habe ich den rausgezogen. Ich dachte, oh, okay. Und dann habe ich ihn mal wieder benutzt. Und wie gesagt, ich finde ihn großartig. Kommen wir zur Gesichtsabteilung. Da habe ich einmal diese zwei Sachen zu zeigen. Das ist von Fenty Beauty der Primer und die Fenty Foundation. In Kombination, aber trage ich auch heute, ist das einfach Heaven. Also ich bin so begeistert davon. Ich habe erst Angst gehabt bei der Foundation, weil in der Review war es nicht so cool gewesen. Da habe ich aber einen anderen Primer benutzt und mit dem richtigen Primer ist es einfach ein Traum. Also ich kann es euch nur sagen, wenn ihr die Foundation habt, holt euch auf jeden Fall auch den Primer dazu. Oder wenn ihr mit ihr Probleme hattet, testet sie mal mit dem Primer, weil die zwei sind wirklich, die gehören einfach zusammen, um es mal so zu sagen. Ich habe den Primer auch noch mit anderen Foundations getestet. Da war es nicht so schön wie mit ihr. Vielleicht auch nicht so gut, aber wie gesagt, die zwei in Kombination sind für mich einfach im September ein Must-Have geworden. Also ganz ehrlich, ich mag die zwei sehr und ich werde sie nicht mehr wegdenken können. Dann habe ich eine alte, neue Liebe entdeckt, weil ich weiß eigentlich gar nicht warum. Ich habe meine Schublade sortiert mit den Foundations und habe sie dann mal wieder raus, um sie am nächsten Tag zu benutzen, weil ich selten dann an die Schublade gehe, sondern immer das nehme, was jetzt gerade so auf dem Tisch stand. Und da steht immer von Catrice meine Foundation. Und dann habe ich mir mal wieder meine All Hours Foundation von YSL rausgeholt. Und ich hatte sie dann drauf und ich habe auch in meine Gruppe mit Maren und Jessie geschrieben. Ich habe ganz vergessen, wie sehr ich diese Foundation liebe, weil jetzt so viele andere Sachen noch waren, die ich benutzt habe, dass die total untergegangen ist. Und ich liebe den Geruch an ihr, ich liebe ihr Finish, ich liebe ihre Deckkraft. Also ich bin so begeistert von der Foundation und sie hält so lange und so gut bei mir, ohne dass ich krass ölig werde oder irgendwie. Also
Ich liebe die wirklich, wirklich sehr. Sie ist leider sehr, sehr teuer, deswegen denke ich, werde ich sie nicht so viel immer benutzen, sondern immer mal nur so phasenweise, damit sie nicht leer geht. Ich bin übrigens in der Farbe BR20 und ja, das ist einfach eine Liebe von mir, die nie vergehen soll. Kommen wir zu den drei letzten Produkten und das sind alles Lippenprodukte. Da habe ich als erstes euch zu zeigen von Ofra die Farbe Nude Potion. Ich glaube, dass die Niki Tutorials gemacht hat und den wollte ich damals unbedingt testen und ich mag diese Farbe so, so sehr. Das ist so ein schöner alltagsrosa Mauve-Ton, also wirklich richtig, richtig toll. Dass ich den wirklich sehr mag und den habe ich jetzt relativ viel getragen, weil ich die Ofra Liquids gerne mal mehr testen würde, weil mich Ofra irgendwie gar nicht so anzieht. Ich weiß auch nicht wieso. Ich habe auch immer noch keinen Highlighter von denen. Ich weiß es nicht. Und deswegen wollte ich die gerne mal mehr testen und Nude Potion ist da einfach der Burner. Dann muss ich natürlich zeigen, weil ich es jetzt jeden Tag benutzt habe, von Dose of Colors, Desi und Katie die Farbe A Morph Story. Das ist kein richtiger Liquid Lipstick, sondern eher ein Velvet Lipstick. Und der ist ein Tick dunkler als jetzt zum Beispiel Nude Potion. Das könnt ihr hier gut erkennen. Also so sieht das Ganze aus. Und ich bin einfach so begeistert von dem. Die Farbe ist ein bisschen dunkler, als ich sie da gedacht hätte durch die ganzen Videos von denen. Aber wie gesagt, das sind alles immer die Lichter. Lasst euch da nicht täuschen. Auch heute habe ich das bei einem Lippenstift wieder gemerkt. Der ist schon relativ dunkel. Also dunkler, als ich ihn mir vorgestellt habe. Er ist auch für mich mehr bräunlich als wirklich Mauve, muss ich sagen. Aber mir gefällt einfach die Formulierung so, so gut. Ich finde das so toll, dieses Velvet-Musikartige. Also ihr macht auch so die ganze Zeit und das lässt sich auch gut tragen auf der Haut. Also es ist wirklich richtig toll, dass ich wirklich jetzt im Moment so bin, dass ich gar nicht mehr so viele Liquids tragen möchte, sondern eher das. Wie gesagt, ich bin auch ein totales Gloss-Girl. Aber diese Velvet-Formulierung hat mir so gut gefallen. Und last but not least, we have it. Diamond Milk von Fenty Beauty. Denn dieser Gloss ist einfach außerirdisch. Der ist zu gut für diese Welt. Erstens der Geruch. Er riecht für mich einfach nach Haribo Goldbeeren. Ganz einfach. Und er ist, wie gesagt, schön durchsichtig, aber hat ja, so weiß-silbrige Schimmerpartikel enthalten. Und das sieht wirklich aus, wie er auch heißt. Nämlich wie eine Milch, die ganz viele kleine Diamanten in sich trägt. Hier ist er. So was Schönes. Und der peppt einfach eure Lippen nochmal auf. Das ist so richtig High Shine. Und also ich finde ihn einzeln auch ganz toll. Nur nicht so sehr, weil ich das nicht so mag, wenn man so die Lippenpigmentierung durchsieht, weil ich an manchen Stellen mal heller bin als an anderen. Und das betont er dann natürlich. Und ich liebe ihn über nudefarbenen Lippenstift. Ich liebe ihn darüber. Also ich finde das ein ganz, ganz toller Gloss. Ich möchte mir auch übrigens noch den ersten holen. Ich glaube, der heißt Fenty Glow oder so. Ich weiß es gar nicht. Den möchte ich dann unbedingt noch haben, dass ich die komplett habe. Und ich bin einfach so begeistert von diesem Lippenstift. Ich hatte ihn mit in der Handtasche und wir waren mit den Eltern von meinem Freund unterwegs. Und da habe ich ihn immer wieder aufgetragen. Und ja, ich finde den einfach so, so schön. Und er riecht einfach auch so geil. Ja, meine Hübschen, das waren dann auch schon meine paar Favoriten, die ich zu zeigen habe. Wie gesagt, ich hatte ja erst ein aktuelles Favoritenvideo gemacht, aber die Sachen sind neu dazugekommen und die wollte ich euch natürlich unbedingt zeigen, denn ich liebe Favoriten. Ich kann euch momentan auch keine Musikfavoriten präsentieren, da ich keinen Deezer mehr habe. Mein Vertrag ist abgelaufen und ich warte auf den neuen quasi. Ich muss aber warten, bis jetzt Ende Oktober das neue Telefon rauskommt von Apple, das iPhone XR. Und dann habe ich wieder Deezer, dann kann ich euch das alles zeigen, weil im Moment höre ich einfach nur auf meinem Handy in iTunes die paar Sachen, die ich vor zig Jahren mal draufgeladen habe. Und das ist eigentlich alles Ed Sheeran, Ellie Goulding und Beyoncé. Und das ist halt jeden Tag jetzt immer das Gleiche. Deswegen kann ich euch da nicht wirklich was Neues zeigen oder coole Sachen zeigen. Und ja, deswegen war das jetzt alles. Ich finde das auch immer übertrieben, wenn man so zig Sachen zeigt, weil das ist einfach zu viel. Und das fand ich jetzt eigentlich ganz cool, dass es mal nur so wenige Sachen gewesen sind. Und ja.
Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und falls du mich da schaust und bist noch kein Abonnent von mir, würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn du mich abonnieren würdest und auf meiner Make-up-Reise dabei bist. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von den Sachen haltet. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich hab euch lieb. Tschüss.